Viele Jordanier gehen auf die Straße, sie sehen ihren Lebensstandard in Gefahr. Jordanien musste 2016 einen Kredit beim Internationalen Währungsfonds aufnehmen. Dafür hat sich das Land verpflichtet, die Staatsschulden durch Reformen zu senken. Ein kritisiertes Steuergesetz und höhere Preise sind Teil dieser Wirtschaftsreformen. Ein Kolonialwarenhändler in Amman gibt der Regierung Schuld am Schwund seines Lagerbestands, weil er weiß, dass er die Waren in absehbarer Zeit nicht ersetzen kann. Er sagt, die Preispolitik der Regierung habe es unmöglich gemacht, mit den Ausgaben Schritt zu halten. Die Regierung hebt mit ihrer gescheiterten Politik die Preise an, ohne echte Analysen. Sie kümmern sich nur darum, die Schulden oder den Staatshaushalt zu reduzieren. Wie lange werden die Bürger in der Lage sein, das zu ertragen? Ich habe dieses Geschäft seit 10 Jahren. In ein paar Monaten werde ich zu Hause rumsitzen. Die Steuererhöhungspläne der Regierung sind Teil des Reformpakets des Internationalen Währungsfonds, das darauf abzielt, die Schulden des Landes von 37 Milliarden Dollar, 31 Milliarden Euro, zu verringern. Für eine Steuerreform liegen einschneidende Pläne auf dem Tisch. Mehr Bürger könnten besteuert werden, wesentlich niedrigere Einkommen würden steuerpflichtig, Steuerbefreiungen sollen wegfallen. Die Demonstranten, viele von ihnen Studenten, Berufseinsteiger und junge Arbeiter, beklagen, dass sie in Jordaniens schlingernder Wirtschaft Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen, Arbeit zu finden oder eine Zukunft aufzubauen. Wirtschaftswachstum und Inflation sind einige im grünen Bereich, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Jordanien wurde 2016 zuletzt auf 3.258 US-Dollar geschätzt pro Jahr. Das entspricht gut einem Viertel des weltweiten Durchschnitts. Der Betrag ging im vergangenen Jahrzehnt um rund ein Siebtel zurück. Laut Regierung leben in Jordanien 1,4 Millionen geflüchtete Syrer. Das sind ca. 15% der Bevölkerung.